Hallo meine Kumpelinnen und Kumpanen, willkommen zurück bei Super House of Dead Ninjas. Ja, wir machen direkt mal weiter. Meine letzte Aufnahme ist übrigens fehlgeschlagen, ich bin sowieso nicht weit gekommen, also vielleicht 5 Minuten. Ja, dann haben wir zusätzlich zu dem Boomerang hier den Upgrade bekommen, der dem Boomerang eine längere Reichweite gibt. So, der Boomerang, den fand ich nicht so berauschend, den werden wir später auf jeden Fall nochmal verwenden. Aber ich probiere jetzt mal diese Rockets of Legitimate Possibilities aus. Entschuldigt mich, das Wort war ein bisschen schwer. Bounces off the floor, ceiling and walls until it hits an enemy or expires. Ja, also die, bouncen halt around the wall. Das steht da. So, die Upgrades sind nicht so wichtig. Und das sind die Items, die wir bisher gesammelt haben. Und ich ziehe mal das Blue Moon Suit, das blaue Mond, den blauen Mondanzug an. So, und wir starten direkt. Und zwar wieder auf dem obersten Level. Trans Dimension, egal. So, los geht's. So. So, verläuft schon mal gut. Die Peitsche gefällt mir sehr gut. Oh, die Gegner hier nicht. Oh, das kann doch nicht sein. Ach so, ja, die hier finde ich nicht schlecht. Weiß ich nicht, was schon halten soll. Mal gucken, wie sie in Action so sind. Ja, weiß ich nicht. Bisschen unkontrollierbar. Vielleicht gut gegen Massen von Gegnern, aber gegen so einzelne verwende ich dann doch lieber die Pistole oder den Boomerang. Die Pistole. So. Pistöde. Ja. Und die Zeit ist uns schon beinahe davon gelaufen. Komm. Ja, ist so gut. Ich weiß nicht, warum ich die eingesammelt habe. Ich verwende Bomben sowieso nie. Ich habe immer noch nicht viele Situationen gefunden, in denen Bomben nützlich sind. Vielleicht findet ihr das anders. Vielleicht, ja, bin ich einfach zu dumm, sie zu verwenden. Schon mal das letzte hier. Keine Ahnung. Parachute. Kann man hier denn überhaupt Fallschaden nehmen? Keine Ahnung. Ich dachte nicht. Jetzt, bin ich, glaube ich, anderer Meinung. Ja, ich weiß auch nicht, ab wann der Parachute sich aktiviert oder ob wir den manuell verwenden müssen. Aber, ja. Keine Ahnung, was der bringt. Das ist übrigens ein Fallschirm. Falls ihr noch nicht darauf gekommen seid. An dem Icon oder an dem Board. Egal. Schwimmen ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist eher so ein Minecraft-Style gehalten. So. Was ist das? Achso, meine Wurfwaffen. Die Zeit! Oh, Glück gehabt. Evil Eye 5. Ja, hört sich an wie die neue US-Boyband. So. Entschuldigt mein spärliches Kommentieren. Habe ich das eigentlich schon gesagt? Vielleicht. Ja, aber ich bin konzentriert. Weil bisher ist alles gut gelaufen. Und das soll sich ja auch nicht ändern. Auch wenn wir jetzt diesen Gegner haben. Oh, Wurfwaffe. Oh. Was war das denn? Das war wirklich dumm. Nein. So. Nein. Zweimal falle ich auf denselben Trick rein. Aber ich versuche jetzt mal den Tornado hier. Ja, der hat viel Schaden gemacht. Den hätte ich vielleicht früher verwenden sollen. Aber
Kann man alles nicht vorher wissen? Ein Fragezeichen. Auch gut. Abyss of Nature. Ach, okay, der Fallschirm hat sich aufgemacht. Boah, schon wieder. So, drüber. Ich vergesse immer, dass die Skorpione nach oben attackieren können. Ich will jetzt die Kisten hier. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht schlau, aber eine Herausforderung an mein Skill. Und ich habe die Herausforderung versagt. Naja, egal. Einfach drüber hinwechseln, ja. Ach stimmt, ich kann die Items ja so aufsammeln. Das ging bei der anderen Peitsche ja nicht. Okay, okay, okay. Wenn ihr euch jetzt an den Kopf fasst, ich erlaube es euch, weil das ist wirklich gerade ein schlechtes Spiel von mir. Wirklich schlecht. Oh. Nein. Ja. Weiter geht's. Kannst du Vögel verschlagen? Ich weiß nicht mal, ob die mir irgendwas machen. Die Zeit können wir gut gebrauchen. So. Oh. Nein! Das wäre jetzt fatal gewesen. Und die Zeit überspringe ich natürlich. Ist doch nicht wichtig. So, das hier. Ja, okay, gut. War keine falsche Entscheidung, hoffe ich. Ich kann es, glaube ich, auch nicht beeinflussen. So. Ja, genau. Das war dumm. Das war richtig dumm. Da wollte ich den Gegner schlagen und wegspringen. Aber ich kann natürlich schlecht gleichzeitig schlagen und springen, oder? Oder? Ja doch, kann ich. Ja, dann war es einfach nur gut gedacht, schlecht gemacht. So. Schnell das hier aufgesammelt. Jetzt sind wir wieder in der Gebärmutter. Geburtmutter, wollte ich gerade sagen. Geburtmutter. So. Nein! Ich kann keinen Doppelsprung machen. Warum? Ah, das hier ist eine Menge Zeit, die ich natürlich wegschlage. Ja, was soll das denn? Ja, ich bin ein bisschen dumm. So. Weiter geht's. Kann ich irgendwie in der Luft schweben? Kann das sein? Wenn ich A gedrückt halte, dann gleite ich. Das ist gut zu wissen. Boah, das finde ich erst jetzt heraus. Naja, egal. Auch gut. Ja. Achso, wir sind schon beim nächsten Boss. Die Floors gehen sehr schnell vorbei. Wenn man sich hat... Was ist das? Ich habe mich immer über den anderen Boss beschwert, aber das hier. Ja, genau. Ja, klar! Boah, Alter. Ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich schlag ihn einfach weg. Ja, genau. Nein, ich hätte zuerst ja den Special hier einsetzen sollen. So, hoffentlich macht die viel Schaden. Ja, die macht sehr viel Schaden. Die eine hat nicht getroffen, natürlich. So. Ja, ich weiß nicht, welchen Boss ich hier schwerer finden soll. Ja, wahrscheinlich den hier. Dann kam der andere mir sogar noch leichter vor. Was? Ich bin danach gestorben. Oder wie? Und wer war das denn? Komm. Weiter geht's. Nicht sich zu lange beschweren. Möchte ich mich. Ah, konnte ich auch nichts mehr machen. So. Ich dachte, das kriege ich jetzt noch das zweite Mal. Das wäre zu schön. So. Nein! Ja, gut.
Zum Glück habe ich viel Super Meat Boy gespielt. Sonst wäre das, glaube ich, hier ein viel schwererer Anfang gewesen. Oh, scheiße. Jetzt müssen wir unten durch. Hoffentlich können wir nicht ersticken. Nein! Hallo? Okay. Was ist das denn? Okay. So. Das Spiel macht wirklich so einen heiden Spaß. Ihr glaubt es gar nicht. So eine Kaufempfehlung möchte ich an diesem Zeitpunkt schon mal aussprechen. Denn wer bis hierhin überhaupt noch zugeguckt hat, dem das Spiel, glaube ich, schon genauso gepackt wie mich. Ich glaube wohl kaum, dass ihr wegen meinem Kommentar noch dabei seid. Denn das ist wirklich, das wird jede Folge schlimmer. Desto besser ich bei dem Spiel hier werde. Boah. Ist das okay? So. Die Bomben möchte ich noch mitnehmen, dankeschön. Verwenden die doch mal? Nee, doch nicht. Ich bin so ein schlechter Bombenverwender. Ich weiß nicht, bringt es irgendwas, die Typen mit Namen zu zerstören, oder ist das eigentlich nur so ein Design-Ding? Ich möchte jetzt mal gucken, ob da immer was rauskommt. Ja, vielleicht schon. Soll ich darauf achten, die immer zu zerstören? So, sieht wieder mal aus, als gäbe es ein paar technische Probleme hier. Ist ja mittlerweile keine Neuheit. Aber ich lasse mich davon jetzt nicht stören. Auch wenn mich das ein bisschen behagt. Und mach direkt hier weiter. Ja, also es geht genau da weiter, wie wir aufgehört haben. Hoffe ich doch. So, Moment. Oh, ja. Hab ich noch etwas umgestellt und wurde dabei von diesem Geist da überrascht. So. Magic. Ja. Ab hier an zieht die Schwierigkeit schon ziemlich an. Und das bereitet mir mittlerweile auch schon Probleme. Was ist das denn da oben? Crystal Ball. Keine Ahnung, was das bringt. Mal gucken. Oh, der Affe. Komm weg. Weg mit dir. Und weg mit dir. Sieht aus wie so ein, hier. Rammus aus League of Legends. Falls das jemand kennt. Ach ja. Nein, wie weit soll ich denn noch springen? Oh. War's das schon? Haben wir noch ein Leben? Na, Game Over. Ja, danke fürs Zuschauen. Langsam wird's schlimm. Aber bevor ich hier Schluss mache, wollte ich noch kurz gucken, was wir freigeschaltet haben. Und dann war's das Ende für die Folge. Axe, tricky to use, but can hit enemies both above you and on the floor below you. Das heißt, die Äxte können die Gegner über uns treffen und unter uns. Also wahrscheinlich durch Wände fliegen. Vermute ich mal. Und das war's eigentlich auch schon. Der Run hier war nicht so gut wie der letzte. Aber ja. Damit beende ich meinen kleinen Ausflug in das Ninja-Land. Vielen Dank fürs Zuschauen.